Der Angriff der Spießerische. Willkommen zurück. Eine weitere Folge hier bei GameJam. Und ich hoffe, ihr habt mich schon kostenlos abonniert. Wenn nicht, dann klickt direkt auf den Abonnier-Button. Kostet nichts und hilft mir extrem. Schaffen wir gemeinsam die 1000 Abonnenten? Ich würde mich darüber freuen. Wie die drin stecken. Oh nein! Okay, ich. Ja, ist halt passiert. Habt ihr es hoffentlich auch gesehen? Eher auf dich. So, gute Frage. Die sind sehr böse, die Vögelchen. Ich hab doch gar nichts getan. Muss man auf jeden Fall etwas aufpassen. Boah! Boah, war das schnell! Nein! Nein! Ich habe sogar das richtige Emblem ausgerüstet gehabt, aber dann soll es halt so sein. Ah, er hat den Pilz schon aktiviert, nein, ist mir auch spannend. Sprung, Sprung und hier rüber. Münzen einsammeln und zack! Mit dem. Ich glaube, mit dem Panzer könnte ich es auch einsammeln. Okay, das war die Rache für gerade eben. Und das ist auf jeden Fall eine Münze, die ich haben möchte. Ach, kann man da runter? Ich muss es probieren. Nein! Okay. Okay, man weiß ja nie. Ach, da geht's hoch. Ein Geheimnis. Nicht so spektakulär, aber ein Geheimnis. Und die Münze, die ist ja eingesammelt. Oh nein, die sind so. Die sind so fix. Oh, große Blöcke. Viele Münzen. Ei. Hallo! Hallo! Wow! Okay, die Münzen geben. Nein! Geben den Weg gut vor, wollte ich gerade sagen. Kann ich da nochmal rein? Nein, es geht nicht nochmal. Schade. Aber ich bin wieder Feuer, Mario. Mit dir und dich, kleiner Koopa. Hey. Okay, immerhin. Oh nein! Oh, jetzt hätte ich aber Angst. Die Vögel sind aber auch brutal, ne? Sicher, dass du nichts mehr sehen hast? Sie könnte ganz in der Nähe sein. Ist da klein? Sicher, dass ich nichts mehr sehen habe. Sicher, dass du nichts mehr sehen hast? Sie könnte ganz in der Nähe sein. Also die Wunderblume ist da rechts. Oh, ich hab so Angst vor denen. Oh, Glück gehabt. Und was passiert jetzt? Ah, jetzt wird es so ein Level. Irgendwie auch voll interessant. Hüpfen kann ich nicht. Jetzt aber schnell, viel Zeit bleibt mir nicht. Shit! Oh, das kostet jetzt Zeit. Oh nein, es hat immer noch nicht gezählt. Jetzt aber. Oh nein, es zählt auch nicht. Das darf nicht wahr sein. Komm hier. Jetzt aber.
Sind die Münzen abgehauen? Wieso hauen mir die Münzen ab? Das ist ja unfair. Wow. Okay, vorsichtig. Nein! Okay, sind die weg? Können wir auch? Okay, jetzt gehe ich aber wirklich Mühe. Es kann doch nicht sein, dass das Spiel mir hier einen Riegel vorschiebt. Durch. Perfekt. Das wirkt ein bisschen so wie Mario RPG Maker mäßig, ne? Von der Grafik gerade, von der Perspektive so leicht von der Seite. Ah, ich hätte einfach nur unten hinlaufen müssen. Oh, du doofer Vogel. Hüpfen und so kann ich ja gar nicht. Das habe ich jetzt mal. Wundersamer Halt. Perfekt, danke dir. Vogel macht nicht das, was ich gerne hätte. Boah, schön mittig. Und endlich mal wieder eine Röhre, die irgendwo hinführt. Und das ist rutschig. Okay. Perfekto. Lauf. Bis da. Und eine schöne Landung. Ja, immerhin haben wir jetzt auch dieses Level geschafft. Wir werden mal reinschreiben, wie ihr euch da angestellt habt. Also es war nicht ohne. Perfekt. Und weiter geht's. Oh, ein Shop. Die Hälfte geschafft. Egal wie viel Schnee wir haben, immer geöffnet. Nichts ist uns wichtiger, als dass alle unsere Kunden aufblühen. Hier kann ich wieder was kaufen. Im Besitz. Im Besitz. Einen Aufsteller gekauft. Das reicht. Jetzt kaufe ich mir so einen Samen. Einen kann ich jeweils in jeder Welt kaufen, oder wie? Komm jetzt gerne wieder. Ach. Was mache ich denn nur? Oh, kann man auf dem Weg, der hierher führt, wieder wandern? Da bin ich aber erleichtert. Er wurde nämlich blockiert, als ich gerade hier angekommen war. Seitdem sitze ich hier fest. Bist doch gerade eben erst angekommen. Und der Weg weiter nach oben ist auch blockiert. Das ist echt der Gipfel. Apropos Gipfel, wäre echt schön, wenn man da wieder hinkäme. Ja. Vielleicht sollte ich den Ausflug zum Gipfel einfach aufgeben. Ja, also, ja, muss das nicht machen. Ne? Ich werde das schon eben hinkriegen. Schwebehochsprung 1, Abzeichentest. Also diese Abzeichentests finde ich cool. Schwebehochsprung, springe durch kurzzeitiges Schweben höher als normalerweise. Ach, ich kann halten wie Yoshi oder was? Ah, okay. Krass. Ein schöner Pilz für mich. Oh, das hat nicht gereicht. Nochmal schön mit Anlauf, aber richtig zackidi-zack. Jawohl. Wow. Oh, das war's wert. Ich bräuchte nichts. Nein. Kann ich da nochmal den Pilz holen? Ach, egal. Wo sind das viele? Ach, das hat's aber nicht gespeichert, Schwan. Oh, no. Die Münze muss ich ja noch einsammeln. Was ist denn heute los, dass ich so bescheiden spiele? Okay, ein bisschen auf Nummer sicher gehen.
Boah, da rutscht hier sogar ab. Boah, Glück gehabt. Glück gehabt. Oh mein Gott, beruhig dich. Boah. Noch eine Flagge. Oh nein, jetzt muss ich da irgendwie zurück. Oh, ich wusste, dass es passieren wird. Ich muss hier so einen Sprung hinkriegen. Boah, wie knapp. Die Pflanze ist voll im Weg. Nein, ich falle da genau rein. Das ist doof. Ja! Also wenn das kein Daumen hoch wert ist, dann weiß ich auch nicht. Also kein Druck, du schaffst das. Und wunderbar. Super, jetzt haben wir ein neues Abzeichen. Toll gemacht. Und wir haben sogar das Abzeichen, das du gerade verwendet hast, geschenkt bekommen. Soll ich es dir anlegen? Nein. Hätte ich vielleicht warten sollen, dass ich einen Power-Up krieg. Okay, einfach mit aufspringen. Aber ich soll alle besiegen. Schau ihn an. Ah. Wäre eine andere Medaille vielleicht doch besser gewesen. Ah. Das macht so einiges einfacher, wenn man einfach so hochkommt. Mit dir? Schnell hoch! Mario! Okay. Nächste Stufe. Eins von drei geschafft. Oh Gott! Ach, was kann ich denn damit jetzt machen? Ich kann damit fliegen? Eine Fliegewolke. Kann ich einfach auf die landen? Komm schon. Das geht. Nein! Ah! Beeil dich, kleine Wolke. Shindu-Jun! Beeil dich! Und die auch auf den Hinterkopf. Komm her. Zack, zack. Ja, die Wolke ist witzig. Die ist sehr witzig. Oh, Hammerbrüder. Boah. Boah. Wie ist denn das jetzt wirklich passiert gerade? Dann war ich doch die Kombination mit Elefant. In die andere Richtung. Los, Mario, lauf. Wie das aussieht.
So. Zack, 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 zack. Komm her. Zack, zack, zack. Hier braucht man eine Wolke, ganz ehrlich, man ist ja richtig fies, die Viecher hier. Wie es schafft, immer meine Blasen zu kaputt zu machen. Oh nein. Man darf einfach keine Angst haben, das ist immer das. Los! Neue Bestzeit. Aber das mit 70 verstehe ich nicht. Soll ich denn noch 70 Sekunden... Also soll ich dafür 70 Sekunden gebraucht haben, oder? Erklärt sich mir nicht ganz. Ja, so Leute, vom Fall zu Fall, das wird das nächste Level sein. Und was ist das hier? Wo geht's da hin? Das perfekte Timing. Boah, heftiger Schwierigkeitsgrad. Das sehen wir uns in der nächsten Folge an. Ich rüste schon mal den richtigen Orb aus. Und danke für euer Support. Fürs Abonnieren, fürs kostenlose Abonnieren muss ich dazu sagen. Und für eure Likes und die Kommentare. Es freut mich wirklich sehr, dass es so gut ankommt bei euch. Road to 1000 Abonnenten, würde ich sagen. Bis dann, ciao.